Das Stockacher Achrib ist ein Beispiel, wie die Natur erhalten werden kann am Bodensee. Bürger und Grafschaften haben es vor 40 Jahren geschafft, dieses heute wunderschöne Naturschutzgebiet am Bodensee, das vielleicht die wenigsten kennen, zwischen Ludwigshafen und Bodmann, zu erhalten. Gerade hier am heutigen Naturschutzgebiet herrschte früher das Chaos. So schrieb Wilderich Graf von Bodmann 1979 an das Regierungspräsidium hunderte Baden und Lagern am Ufer. Überall stehen PKWs in den Riedwiesen und alle hinterlassen Rampelpfade, Müll und eine beeinträchtigte Flora und Fauna. Doch damit nicht genug. Einige Zeitgenossen witterten am Ufer das große Geschäft. Sie planten Ende der 1970er Jahre ein großes Freizeitzentrum mit riesigen Parkplätzen. Das Engagement heutiger Bürgerinnen und Bürger stimmt die Gemeinde schließlich um. Das Regierungspräsidium stellte 1980 das Bodenseeufer einstweilig sicher und wies es 1984 als Naturschutzgebiet aus. Die Stockacher Ach gehört zwar zu den kleineren Zuflüssen des Bodensees, doch ihr Einzugsgebiet ist riesig und reicht bis in die Hohenfelser Region. Aus über 1000 Quellen erhält sie das Wasser. Im Unterlauf fließt die Ach nicht mehr gerade, die Strömung ist zu gering. Stattdessen schlängelt sie sich durch die Ebene. Diese Mäander geben dem Gebiet eine besondere Dynamik. An den Steilhängen der Ach brüten Eisvögel und durch Erosion fallen Bäume. Wo der Fluss wieder Boden ablagert, keimen Silberweiden und ein neuer Auenwald entsteht. Bei Hochwasser im Bodensee staut sich das Wasser zurück und bildet riesige Überflutungsflächen.